Freunde, willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Haus des Geldes. Es tut mir leid, die letzte Folge, für alle, die sich mitbekommen haben, Folge 4, gibt's nicht mehr, weil die falsch aufgenommen worden ist. Ich habe nachgeguckt, also bevor ich mich verplabbel. Das Problem war folgendes: meine Festplatte war einfach viel zu voll und wenn man mit OBS aufnimmt, sieht man nicht. Also OBS sagt einem nicht, yo, mach keine lange Aufnahme oder bla bla bla, weil du nicht genug Speicherplatz hast, könnte die Aufnahme nicht gespeichert werden. Sowas gibt's nicht. Ich habe halt nicht drauf geachtet, habe ganz normal aufgenommen und die Folge für ein Haus des Geldes ist meistens so 5 bis 10 GB, je nachdem, wobei eher so 7, 8 GB lang, eben von der Größe her, weil ich so lange aufnehme, halt über eine Stunde immer. Und ich habe nicht drauf geguckt, dass ich nur noch irgendwie halt 6, 7 GB frei hatte auf der Festplatte, wo ich immer aufnehme. Ich habe keine externe Festplatte, ich habe halt nur die beiden in meinem PC drin. Ja. Und somit wurde die Folge halt aufgenommen. Ich habe sie aufgenommen, aber nach der Hälfte oder so ist halt nur noch Pixelbrei. Ich habe versucht, das wieder herzustellen, aber die ganze Datei ist halt kaputt gewesen. Und deswegen kann ich jetzt Folge 4 mit euch hier, kann ich euch sie nicht zeigen. Ich habe Folge 4 aufgenommen, ich weiß, was passiert ist. Ich habe mir auch Notizen gemacht hier wieder auf meinem Zettel wieder. Da könnt ihr auch mal sehen, Freunde, falls ihr das mal sehen wollt, was ich mir da so aufschreibe. Ich würde noch ein kurzes Recap machen. Aber sorry, Freunde, sorry. Deswegen habt ihr jetzt heute Folge 5. Am Dienstag wird es trotzdem Folge 6 geben und am Donnerstag dann Folge 7. I'm sorry, Freunde, I'm sorry. Es ist viel in der Folge passiert. Das Kind von der Raquel wurde entführt. Ich habe entführt aufgeschrieben. Es hat sich rausgestellt, es war nur der Ex-Mann, der es mitgenommen hat. Wir haben ihre Mutter nochmal kennengelernt mit Alzheimer. Das fand ich echt süß und ein bisschen traurig irgendwie, dass der Vater das so ausgenutzt hat, dass die Mom bzw. die Oma von der Tochter oder die Mutter von Raquel, so besser gesagt, Alzheimer hat. Dann habe ich aufgeschrieben, dass der Plan vom Professor aufgeht, und zwar Kontakt mit Raquel herzustellen. Ich weiß nicht genau, wie er das alles geplant hat, aber es ist ja auf jeden Fall dieses Treffen im Café das erste, das hat er ja geplant. Aber wie er das hinbekommen hat, dass die Mom dann auf seinem Handy noch anruft. Also er wollte sie irgendwie dazu locken, ja, dass sie mit seinem Handy telefoniert, hat sie ja auch gemacht. Und jetzt hat halt die Mom bei ihm angerufen wegen dem Kind und so sind sie sich nochmal näher gekommen. Raquel hat sich später bei dem Professor ausgeheult. Sie sind sich ein bisschen näher gekommen, haben so die Hände berührt und haben sich, Raquel hat sich ausgeschüttet bei ihm. Und eine sehr vertrauenswürdige Person ist jetzt der Professor zurzeit für Raquel, denke ich mal. Er war kurzer Zeit sogar in dem Hauptquartier ja drin bei der Polizei, was die vor der Druckerei aufgeschlagen haben. Auch krass. Dann habe ich noch aufgeschrieben, dass ich denke, beziehungsweise dass die Polizei ja gar nicht weiß, dass der Professor nicht mit in der Druckerei ist. Ich bin davon ausgegangen, die Polizei weiß ja, der Professor ist irgendwie draußen. Und deswegen fand ich es dumm, dass der Professor sich so zu erkennen gegeben hat bei Raquel. Aber sie haben ja gar keine Anhaltspunkte. Sie denken ja, alle Entführer sind in der Druckerei. Logisch, man denkt ja gar nicht an sowas Absurdes. Also an sowas denkt man einfach nicht, dass noch einer außen ist. Hat mir auch jemand reingeschrieben von euch, danke dafür. Dann habe ich noch aufgeschrieben, Moskau, Tod, Fragezeichen. Ich war mir nicht sicher. Ich dachte, das könnte die letzte Folge von Moskau sein, weil sie halt so auf ihn gehighlightet war. Wir haben sehr, sehr viel Backstory, hatten Flashbacks mit Danvor und Moskau. Übrigens Moskau, jemanden, den ich in der letzten Folge auch sehr ans Herz geschlossen habe, weil ich ihn sehr, sehr gerne mag, einfach weil er so süß ist. Und auch wie er mit Danvor umgegangen ist, also die sind echt süß miteinander. Und da hatte ich Angst, dass er stirbt, als er diese Panikattacke hatte. Ist er aber nicht. Es ist alles noch relativ gut ausgegangen am Ende. Hat das Tor kurz geöffnet, aber alles ohne weitere Probleme. Zum Luftholen hat Danvor dann gesagt, jo, wir gehen aufs Dach. Danvor, Moskau sind aufs Dach und ein Haufen Geiseln. Und dann ist es eben dazu gekommen, ich habe seinen Namen leider vergessen, Arturo, irgendwie so, dass der, aus der Reihe getanzt ist und mitbekommen hat, dass es eben um diese Monika ging. Und er dachte jetzt, dass Monika tot ist, was sie ja nicht ist, was aber alle denken, außer Moskau und Danvor, weil Moskau hat es am Ende noch erfahren von Danvor, dass sie nicht tot ist. Auf jeden Fall wollte er den Helden, was heißt den Helden spielen? Er hat sich sehr, sehr aufgebracht, logischerweise. Er ist potenziell der Vater von dem Kind, was heißt potenziell? Also er ist werdender Vater von dem Kind, von ihr. Und hat sich darüber aufgeregt und ist dann halt aufgesprungen. Sie hat natürlich alle Fake-Waffen, damit man nicht weiß, wer der Kidnapper ist. Und wobei Kidnapper ist das falsche Wort. Ihr wisst, was ich meine, ja? Dann, Danvor und Moskau und die Situation sehr, sehr schlau geschalten, haben sich natürlich auf den Boden gehockt und so getan, als ob sie die Geiseln wären. Und dann wurde dieser Typ, Arturo, nennen wir ihn jetzt mal, der Leiter der Druckerei, wurde erschossen. Krass erstmal, schade, dass unschuldige Leute gestorben sind jetzt, aber eben nochmal gut in dem Sinne, weil die Polizei ist jetzt so ein bisschen in Not,
und hat jetzt eine unschuldige Person erschossen von der Polizei eben. Und ja, die werden jetzt auf jeden Fall vorsichtiger sein und werden sich nicht so hart mit denen anlegen. Wir werden, glaube ich, noch ein bisschen alle Pläne doppelt und dreifach irgendwie überlegen, bevor sich hier irgendwas anstellen, auch nur. Ja, das soweit dazu. Eigentlich habe ich alles zusammengefasst, was Wichtiges passiert ist in dieser Folge. Wir hatten recht wenig Tokio und Rio, sehr, sehr viel Moskau und Denver und halt Monika, was noch passiert ist. Aber das sollte soweit alles sein, denke ich. Dann, Freunde, drücken wir auf Play in 3, 2, 1. Didim. Bam. Wobei, war das ein Schulterschuss nur? Oder war da. Ne, der war wahrscheinlich direkt. Wobei, fürs Herz war es die falsche Seite eigentlich. Sie wird nicht lange auskommen ohne Antibiotika, denke ich. Ich glaube, der ist tatsächlich noch am Leben. Ja, der lebt noch tatsächlich. Ich dachte in der letzten Folge, dass der Schuss auf der anderen Seite war und sozusagen ins Herz ging. Aber der war gar nicht, der war vollkommen auf der anderen Seite. Krass. Hä? War ja seine Schuld. War ja seine Schuld, hä? Wenn er sich da so aufstellt und so. War ja seine Schuld. Ich meine, ich wäre jetzt auch nicht sauer, wenn er stirbt, so, bin ich ehrlich. Der war echt ein Arschloch. Ich bin gespannt, was jetzt beim Polizeicamp abgeht gleich. Arturo. Okay. Alter. Jetzt ist die Polizei in Zugzwang. Stimmt, Alter, Real Talk.
Alter, ist das viel Blut, Mann. Boah. Das glaube ich auch. Aber gut, dass sie sowas durchgegangen sind, alles. Ja, deswegen, wollte gerade sagen, deswegen lernt auch so viel wie möglich jetzt. Oh, der arme Hesiki, Alter. Wirklich ganz schön braun. Berlin, Digga. Okay. Aber krass, dass Nairobi ein Kind hat. Wobei kann auch sein, dass sie abgetrieben hat. Das kann auch sein. Könnte auch eine Abtreibungsnarbe sein, oder? Also wenn zu spät abgetrieben wird, ich weiß nicht, wie eine Abtreibung abläuft. Aber ich weiß zum Beispiel, Katja Krasowitsch hat unten auch so eine Narbe und die hat abgetrieben. Sie ist jetzt echt richtig am Arsch. So viel Stuff, der gerade passiert in ihrem Kopf. Wird er ihn rauslassen? Ich glaube nicht. Oder? Na, vielleicht schon. Vielleicht ist es zu riskant, wenn sie ihn rauslassen.
Ja, es ist zu riskant. Klar, sie dürfen ihn nicht rauslassen. Dürfen sie nicht machen. Er weiß zu viel. Er weiß zu viel. Er wird auch niemanden reinlassen. Er wird nur. Ah, ich weiß es nicht. Er wird Hilfsmittel reinlassen, höchstens, denke ich. Oh, okay. Krass, aber wenn da Leute reingelassen werden, dann halt in so einen abgesperrten Bereich irgendwie. Ja, das ist jetzt so viel, was gerade abgeht. Und keine Ahnung, wie lange sie schon wach ist, aber auch schon extrem lange, soweit ich weiß. Ach Mann. Ach Mann. Es ist schon so viel schiefgelaufen irgendwie. Noch ist der Plan, glaube ich, im Gesamten nicht kaputt vom Professor. Aber wenn man überlegt, es ist schon echt viel schiefgelaufen. Ja, wo ist sie hin? Man hat ja auch nicht gesehen, wo genau sie hingegangen ist, oder? Ich glaube nicht. Sie ist halt nur rausgegangen. Ach Mann.
Krass, dass alles direkt übertragen wird. Aber recht hat sie. Vielleicht schon. Ja, ist im Endeffekt das Gleiche, Alter. Aber ich meine, so oder so, hätte sie sich anders entschieden, hätte es genauso schlimm enden können. Also hätte sie nicht geschossen und sie weiß ja nicht, dass die Geiselnehmer nichts Schlimmes wollen, ja? Ach man, das ist süß, wenn sie sich alles aufschreibt. Das ist irgendwie niedlich. Keine Ahnung, finde ich süß. Okay. Axel? Ist das nicht voll ein komischer Name? Also für Spanien so? Alter.
Anscheinend. Alter, das ist echt ätzend. Ach man, aber Hauptsache er ist jetzt in Sicherheit irgendwie. Ich glaube, Nairobi hat jetzt so die härteste Motivation dafür. So eine Mutter, die um ihr Kind kämpft, kann man nicht aufhalten, Alter. Ist aber echt so. Ist echt so. Aber cool, dass sie auch Spaß hatten während der Zeit, muss man auch mal sagen. Okay, vielleicht ein bisschen zu viel Spaß jetzt auch. Ah ja, aber das schweißt halt zusammen, wenn man sowas macht. Das ist gut für das Team, aber mittlerweile ist das Team so zerstritten, da vergisst man sowas zu einfach. Leider. Okay, das ist eine gute Szene. Das ist eine gute Szene gewesen. Vielleicht, ja. Ach Mann, das war gut. Ach Mann, jetzt haben wir ein bisschen Backstory zu Nairobi bekommen. Ich möchte aber zu Berlin Backstory haben. Irgendein Flashback zu Berlin. Irgendwas, was bei ihm passiert ist. Weil ich finde ihn so interessant. Aber gut, das war trotzdem eine schöne Szene gerade. Das war eine schöne Szene. Ich hasse es, Leute kotzen zu sehen. Egal ob im Film oder in echt. Ich finde es abartig einfach. Oh. Ja. Hat sich wahrscheinlich entzündet. Nein. Ich finde dieses Würgen so abartig, Alter. Oh, okay. Also ich weiß, dass niemand Kotzen gerne mag, aber ich finde es echt abartig, sowas zu sehen.
Ja, besser ist, wenn er ruhig bleibt, Alter. Ich mach mir echt Sorgen um Moskau ab und zu. Ach, man, er ist so liebenswert einfach, ich weiß nicht. Denn war aber auch. Man merkt auf jeden Fall, dass sie Vater und so sind. Aber es ist schlau, auf jeden Fall schlau, einen mit reinzuschmuggeln irgendwie, der aufpasst, so oft drumherum und alles. Das ist sehr schlau. Ja, Mann. Ey, das ist schlau, das ist echt schlau. Sag, dass du es nicht weißt. Sag, dass du es nicht weißt. Auf irgendjemanden random. Oh. Was geht so, er? Alter, ich will. Wunden kann ich auch nicht sehen. Ich kann gar nichts sehen, Alter. Ich kann gar nichts sehen. Okay, ich bin gespannt, jetzt wenn er reingeht. Das wird interessant. Ganz ruhig, Mann. Nein, Mann. Sagt er, der 20 Jahre älter ist als sie. Real Talk. Man, einerseits. Oh, lol. Passt. Okay.
Schlau, 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 schlau. Ah. Wie ein Uhrwerk. Ey, einerseits bin ich für die Geiselnehmer, aber andererseits mag ich die Pläne der Polizei immer mehr, Alter. Aber seriously sofort, Alter. Besser ist. Ja, aber wie denn? Wenn der Typ die Nachricht liest, dann wird er sagen, oh, sie ist am Leben, Berlin wird's hören. Alles eine Zwickmühle. Ich hoffe nur, dass Berlin nicht ausrasten wird. Weil er ist der einzige Faktor, an dem es scheitern könnte, meiner Meinung nach. Oh Mann, Berlin ist so Mastermind und Arschloch. Sagte ihr, dass er eine Affäre hatte? Nee, oder? Naja, er wird es nicht sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga.
Und Berlin feiert. Ja, sie weiß es. Sie weiß es, aber sie sagt jetzt natürlich nichts dazu. Sie weiß es hundertprozentig. Boah, sie weiß es halt. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Ja, sie weiß es. Weil sie kennt ja den Namen der Sekretärin, Alter. Alter. Er tut mir ein bisschen leid, aber Leute, die ihre Frau betrügen, haben selber Schuld. Im Endeffekt, deswegen. Okay, jetzt wird's interessant wieder. Jetzt wird's wieder interessant. Besser ist ja. Das ist schlau, das ist schlau. Ich bin auf die 2 im Lüftungsschacht gespannt. So eine absurde Situation eigentlich. Aber der Professor hat doch hier eine Kamera. Er sieht ja den Typen. Und den hat er ja schon im Zelt gesehen. Also der Professor sieht ihn ja. Er weiß, wer es ist. Jetzt, ja, er sieht es jetzt. Er weiß, wer es ist. Er weiß, wer es ist. Ja. Aber wenn er was sagt, dann wissen die anderen. Dann weiß die Polizei, dass er mehr weiß, als er dürfte, oder nicht? Okay, er freut sich, weil er jetzt die Info geben kann, dass einer kein Arzt ist. Ehren-Berlin, Alter. Ehren-Berlin. Okay, ich bin gespannt. Geil, Alter. Oh mein Gott. Alles geplant. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ihr seid. Aber wie wollen Sie das mit dem Boy anstellen? Ah, ihm falsche Infos geben. Ihm falsche Infos geben. Ihm falsche Infos geben. Oder? Falsche Infos geben. Müssen Sie ja eben irgendwas Falsches geben. Irgendeinen falschen Anhaltspunkt, falsche Informationen.
Ah, oder sie verwanzen seine Brille und das. Kann das sein? Berlin hat deutlich zu viel Spaß. Ja. Sie verwanzen die Brille. Boah, clean, Alter. Da ist halt gut, wenn man für jeden so einen Spezialisten hat. Bro, das war clean, Alter. Oh mein Gott. Ha. Was ein Master. Oh mein Gott. Der Professor ist der wirklich wieder der schlauste Mensch der Welt. Holy shit, Alter. Wie gut. Die waren auf alles vorbereitet. Und die Polizei denkt, jetzt ist die Polizei dir einen Schritt voraus, aber im Leben nicht. Im Leben nicht. Holy shit. Holy shit, Alter. Okay, Freunde. War eine gute Folge. War eine geile Folge mal wieder. War eine geile Folge. Holy shit, okay. Ah. Krass, der Professor ist einfach wieder der schlauste Mensch der Welt. Er hat es mal wieder bestätigt, einfach so nebenbei aus dem Ärmel geschüttelt. Ah, das ist halt aber ein günstiger Zufall gewesen, weil er konnte ja nicht planen, dass er wirklich irgendwann in diesem Zelt landen wird. Denke ich, dass er das nicht geplant hat, alles. Ich könnte es aber auch vorstellen, ja. Aber trotzdem, wie gut war das denn bitte? Dass ausgerechnet dieser Typ jetzt mit da drin ist, der Professor hat es gesehen, hat es gecallt. Ich dachte halt, dass sie ihm falsche Infos geben. Ja, dass sie irgendwie. Ja, ihm aus Versehen hören lassen, was der Plan ist, was natürlich ein falscher Plan gewesen wäre. Aber sie haben einfach ihn verwanzt, was halt eben noch mehr wert ist, denke ich. Weil selbst wenn sie die Wanze finden, okay, who cares, dann ist es eben so. Bis das soweit sein sollte, haben sie genug Infos bekommen. Und das ist halt echt eine richtig, richtig gut versteckte Wanze, weil ich hatte ja auch lange Zeit eine Brille, niemand guckt seine Brille so an. Also man merkt manchmal gar nicht, wenn die fast. Der Bügel fast kaputt ist oder wenn da irgendein Kratzer ist, man achtet nicht auf den scheiß Bügel. Ja, weil in dem Moment, wo du auf den Bügel guckst, hast du deine Brille nicht auf und siehst schlechter. Nee, aber Real Talk, das ist eine echt gute Wanze. Krass. Guter Zufall und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sehr der Professor sich gefreut hat, als er gesehen hat, dass es dieser Typ ist. Und er dachte, oh mein Gott, Alter, wow, was ein geiler Zufall. Das war krass gut, Alter. Okay, es werden beide überleben. Arturo und Monika werden beide überleben. Denke ich, korrekt, dass er das Ärzteteam reingelassen hat, aber er musste es machen. Er wollte eben die Geiseln auf der Seite haben. Ja, der arme Arturo, Alter, dass das noch, dass er sich versprochen hat noch. Und Monika gesagt hat zu seiner Frau, sie hat es auf jeden Fall gecheckt. Sie hat es auf jeden Fall gecheckt. Sie weiß ja, wer die Sekretärin ist. Und naja, selber schuld, wenn man seine Frau betrügt, ne? Was soll man sagen, Leute? Ansonsten, Nairobi hat ein Kind, haben wir erfahren. Es ist 7 Jahre alt, ein Sohn. Und den möchte sie wiedersehen. Wie gesagt, das hatten wir in jeder Folge so ein bisschen Backstory zu jemandem. Letzte war es Moskau, jetzt war es Nairobi. Ich hoffe halt, dass wir noch ein bisschen was zu Berlin sehen, weil ich finde, Berlin ist so ein interessanter Charakter. Ich glaube, der hat echt irgendwie viel durchgemacht und macht jetzt so auf Harten und auf Arschloch. Aber ich glaube, der hat echt viel durchgemacht und hat viel zu erzählen und ich glaube, da kann man echt noch viel irgendwie erfahren von ihm. Das finde ich sehr interessant. Ja, sonst habe ich mir nicht viel mehr aufgeschrieben. Wir hatten eben jetzt hier sehr, sehr viel Kommunikation mit der Polizei, beziehungsweise ist sehr viel passiert mit der Polizei diesmal. Die sind reingekommen zu dritt. Zwei Ärzte, eben der eine versteckte Bulle, den aber der Professor direkt enttarnt hat. Und ja, krass. Ich bin gespannt, ja, keine Ahnung, inwiefern sich das als nützlich erweisen wird. Und auf jeden Fall, inwieweit der Professor noch Kontakt mit Raquel aufnehmen wird, ja. Da hat man noch eine schöne Szene mit. Nairobi und Tokio, die fand ich echt cool, wie sie Tequila getrunken haben. Das war eine sympathische Szene einfach. Da hat man gesehen, die hatten Spaß, die haben sich zusammengespeist. Lustiges Ende, als der Professor reinkam. Dann die Mutter von Raquel, die Alzheimer hat, finde ich sehr süß, wie sie sich alles aufschreibt. Also ich denke, sie hat Alzheimer. Was anderes würde sie wenig Sinn machen. Ja, und sonst ist nicht allzu viel passiert. Trotzdem eine extrem coole Folge. Eine extrem coole Folge, das Ende echt cool. Das war so dieser Death Note. Ich weiß nicht, ob ihr Death Note gesehen habt, aber bei Death Note immer Light Yagami, immer die doppelten und dreifachen Pläne, die er hat. So, an den erinnert mich der Professor so ein bisschen.
Echt cool, Mann. Echt cool, Freunde. So, ich möchte jetzt nicht hier noch unendlich weit labern, sonst habe ich Angst, dass irgendwie wieder die Aufnahme kaputt geht. Von daher sage ich, Freunde, es war eine geile Folge. Ich habe alles erwähnt. Wir sehen uns ja bei der nächsten Folge, Folge 6 am Dienstag. Ich hoffe, ihr seid am Start und ja, ansonsten habe ich, glaube ich, auch wenig Theorien. Also diese Folge bringt wenig Spielraum für Theorien irgendwie, weil wir eigentlich nur faktisch ein bisschen was gesehen haben. In der nächsten Folge können wir, glaube ich, viele Theorien am Ende aufstellen, wie was man mit den Infos macht, was man für Infos bekommen hat schon. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, Freunde. Gut, das war's in der Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich grüße einmal die Ehrenleute Simon, Adidas 020, Edoras, Easy und den netten Dank für euren Support. Und auch an dich, Savitar, The God of Speed. Ich weiß, du guckst auch zu. Du musst mal ein bisschen die Stories gucken. Du musst immer mal die Instagram- und YouTube-Stories gucken. Da wird nämlich immer gesagt, wenn Haus des Geldes verschoben wird, ja? Gut, ich habe den Kommentar eben nämlich noch gelesen. Alles klar, Leute. Dann war's mit diesem wunderbaren Video. Habt noch einen wunderschönen Tag, Leute. Bis dann. Bleibt fresh und ciao. Flow the Flow.